Shalom, shalom, hallelujah. We greet you from Uganda and we hope that you're doing fine. I'm blessed again to sit on the screen with Mama Maria and to be able to share a little bit of the things that are going on within the ministry and within our lives. Halleluja, ihr Lieben, shalom, shalom. Wir grüßen euch wieder herzlich aus Uganda und wir wollen euch ein bisschen Einblick geben, was hier geschieht und was wir erleben in unseren täglichen, täglichen Erfahrungen. God is really faithful. Gott ist sehr treu. And when we look around our lives, we can only say thank you, God. Und wenn wir unser Leben betrachten, können wir nur sagen, danke, danke, lieber Gott. Because what has happened with our lives, with our family, is beyond our capacity. Denn was mit unserem Leben und mit unseren Familien geschehen ist, ist weit über unsere Fähigkeit hinaus. Especially right now that Vision for Africa has already been founded as a ministry. Auch jetzt, wo Vision für Afrika schon ein wirklich bekanntes Werk ist. And you look around and see how many things have been burst. Und du schaust herum und siehst, wie viel da geboren wurde in diesem Werk. Then you wonder, God, how did you make this all to happen? Dann wunderst du dich, lieber Gott, wie konntest du das geschehen machen? Let me begin by submitting. Lass mich jetzt beginnen, indem ich etwas hier sage. That the way God used Mama Maria to come up with this vision of Africa is totally different from the way the businesses operate. Ja, also wie dieses ganze Werk begonnen hat, durch meinen Kontakt mit Gott, ist total anders, wie irgendein Geschäft oder irgendwas anderes entsteht. And so I'm so convinced that this ministry was founded by the relationship between Mama Maria and God. Und so bin ich total überzeugt, dass dieses Werk entstanden ist durch meine Beziehung, die ich mit Gott habe. And I'm so thankful for the founding fathers in Austria that stood with her in the beginning. Und ich bin so dankbar für diese Gründungsväter und Mütter in Europa, die mit mir gestanden sind. Because when you look into what was done and how it was done, indeed you can see there was trust and relationship. Und wenn du betrachtest, was hier geschehen ist, dann siehst du, das wurde aufgrund von Vertrauen und Beziehungen geschaffen. Now when I was doing my bachelor's in business, we were told that when you are going to make a project, you need to begin with a budget. Und als ich in meiner Universitätsschulung war, habe ich gelernt, dass man ein Geschäft anfängt, indem man zuerst einmal einen Kostenvoranschlag macht. But when I started working with my mother, I realized it was opposite. Und als er mit mir zu arbeiten begann, hat er begriffen, so arbeite ich nicht. Ich mache kein Budget vorher und dann steige ich ein und marschiere los. And I realized that every project that she wanted to make, she always said, God has commanded and God has the budget and God will provide. Und ich habe beobachtet, dass sie bei jedem Projekt, das in Vision für Afrika entstanden ist, zuerst hat sie vor im Himmel gesehen, was Gott vorhat, und habe ich gesagt, und das möchte Gott auf die Erde holen, und das wird er vollenden und das wird er auch bezahlen. So I have seen that the faith that she has put between what she's doing and what God can provide was a very strong foundation. Und ich habe gesehen, dass ihr Glaube zwischen dem, was sie tun kann und was Gott tun kann, ein starkes Fundament ist in ihrem Leben. And now, of course, we realize that through all these years, it has become big and big and big, and God has indeed glorified Himself. Und wenn man die ganzen Jahre betrachtet, sieht man, wie dieses Werk fast explodiert ist und wie Gott verherrlicht wird in diesem Werk. And now, Mama has been the founder and the builder from the foundation. Und ich war die Gründerin und die Baumeisterin vom Beginning, also alles in Verbindung mit Gott. And now it is time that now it is maintained and then seen producing for the generations to come. Und jetzt müssen wir uns schauen, wie es in der Zukunft weitergeht und wie die nächsten Generationen das weiterleiten. Indeed, we still have to remain on the foundation of faith. Wir müssen bleiben auf dem Fundament des Glaubens. We have to remain looking unto God and trusting Him for tomorrow. Wir müssen auf Gott schauen und ihm jeden Tag vertrauen für heute und für morgen. However, there are so many things that now have to come in place. Aber es sind einige Dinge, die müssen jetzt in die richtigen Ordnungen kommen. Especially in management. Besonders das Management. In maintenance.
die Erhaltung von allem. In raising the finances to run every day. Und zwar die Finanzen freizusetzen, damit jeden Tag alles auch bezahlt werden kann. And that means every day we have to sit together and come up with this project, with this budget that we give to the Lord and say, God, this is now the plan. Und so müssen wir zusammenkommen in Einheit und mit Gott diese Pläne besprechen. Yeah, but when you look about how we are unfolding into this revelation of continuing. Und wenn du jetzt beobachtest, wie wir jetzt in diese neue Phase der Weiterleitung kommen. I think the speed and the approach at which we are doing it has caused a lot of discouragement and fights. Und die Geschwindigkeit und wie alles gemacht wird, hat sehr viel Stress verursacht. And Mama Maria always says, not the tree of the knowledge of good and evil, but the tree of life. Und ich bestehe sehr darauf, dass wir nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, sondern vom Baum des Lebens. Now is time when we have to deal with the policies. Und jetzt müssen wir uns mit vielen Anweisungen auseinandersetzen. Now it is time when we have to think about budgets because the program is already running. Wir müssen uns schauen, wie das Budget aussieht, weil die Programme schon laufen. This is okay. Das ist okay. But the core of Vision for Africa. Aber das Zentrum von Vision für Afrika. That which we have taught over many years. Das, was wir viele Jahre schon gelehrt haben jetzt. Has been faith. War rein Glaube. Glaube in unsere echte Quelle, Gott selbst. Amen. Believing in God, that God shall finish what he has started. Und wir wollen Gott glauben, dass er das vollendet, was er begonnen hat. And so, when we kept on discussing with Mama Maria over years, that there was this statement that always came through. Und so, immer wenn sie mit mir diskutieren wollten, bin ich wieder zurückgekommen auf den Baum des Lebens. Wir müssen vertrauen. Are you a consumer or are you a giver? Und die Grundfrage ist für jeden von uns, bist du ein Konsument oder ein Geber? Now, I have seen over the years, ich habe in diesen Jahren jetzt gesehen, that my mother invited so many people from Europe to come to Africa. Dass meine Mutter sehr viele Leute von Europa eingeladen hat, nach Afrika zu kommen. And I have seen so many people come here and stay. Und ich habe auch gesehen, wie Leute gekommen sind und geblieben sind. And some came and had to leave. Und einige sind gekommen und mussten wieder gehen. And so the question was, what is it that makes these people stay and what is it that makes these people leave? Und die Frage ist, warum bleiben einige und warum gehen andere wieder zurück? And then we, including myself, we have been also culprits of this. Are you a giver or are you a consumer? Aber jeder von uns ist auch konfrontiert mit der Frage, bist du ein Geber oder ein Konsument? And so we realized that everybody that came on the call of giving to the people. Und wir haben erkannt, dass jede Person, also alle Europäer, die gekommen sind, um die Afrikaner zu lieben und ihnen zu geben und ihnen zu helfen. This person stayed. Die sind geblieben. And everybody that came to receive. Und jeder, der nur gekommen ist, um selbst bedient zu werden. Soon they were frustrated and they left. Ja. Die Konsumenten wurden alle frustriert und sind wieder gegangen. So the question is. So die Frage ist. Where is my heart? Wo ist mein Herz? Am I positioned to give or am I positioned to consume? Bin ich bereit zu geben oder nur zu konsumieren? And this is something that we have to think about our own. Und das müssen wir, da müssen wir selber mit uns klar werden. What do I do in the moment for the kingdom of God? Was bin ich bereit zu geben für das Reich Gottes? And so personally when I started working in Vision for Africa. So ich persönlich, als ich anfing zu arbeiten in Vision für Afrika. I had already gone to Europe. Ich war schon in Europa. If you walk with Mama Maria, you will never understand the real Europe because you only see good people. Also wenn man mit mir lebt, dann sieht man das wahre Europa nicht, denn man sieht nur gute Menschen. Everywhere we went, we were well received. Und überall, wo wir hingegangen sind, wurden wir gut empfangen. We are given free food. Wir haben freies Essen bekommen. We are transported freely. Wir wurden frei herumgeführt. Not until when I went back to Europe alone. Nicht als ich erst als ich alleine nach Europa kam, and I realized, habe ich begriffen, that the free food I've been getting, I was getting it because of Mama Maria. Das freie Essen habe ich bekommen wegen meiner Mama Maria. And the question was, why is it that everywhere my mother goes, she receives gifts?
Und warum kriegt meine Mutter überall, wo sie hingeht, Geschenke? And I realized that she was getting back a repayment because she had already given so much. Und ich habe begriffen, dass sie eigentlich zurückbekam, was sie so reichlich schon gegeben hat vorher. So I started to say to God, God, make me such a giver that in return, when I'm in the age of my mother, I may receive it back. Und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Gott, bitte, hilf mir, dass ich so ein herzhafter Geber werde, dass ich im Alter meiner Mutter wieder alles zurückbekomme. Now that was just a prayer. Das war ein Gebet. But it was supposed to be followed by actions. Aber das muss natürlich jetzt mit Handlungen unterstützt werden. But soon or later you realize that you're getting married. Aber früher oder später wirst du heiraten. You realize that you need electricity and water at home. Du brauchst Strom und Wasser zu Hause. And then you look into what you are being paid every month. Und dann schaust du mal nach, was du jeden Monat schon bezahlt. And you realize, oops, this is not going to help me. Und du denkst, oh, das ist nicht gut. So what does the back of the mind say? So was sagt dein Hinterkopf? Make your way. Hilf dir selbst. Make your way, make a plan on how you're going to survive. Ja, mach dir selbst einen Plan, um zu überleben. And indeed, for many years we tried to survive. Und viele Jahre haben wir versucht zu überleben. And I remember a few years ago, shortly after my marriage, my mother told me, stop surviving and start to live. Und ich habe ihm bald einmal gesagt, hör auf zu überleben, fang an zu leben. And my mother said that everything you do out of your own strength is only draining you. Und sie sagte mir, dass alles, was du aus eigener Kraft tust, wird dich nur, leer machen. And indeed, I tried everything. I tried to do business. I did this and I did this. Und ich habe alles Mögliche probiert. Geschäfte habe ich aufgebaut. Also alles habe ich in eigener Kraft versucht. But in the end, you end up being stressed and discouraged. Und am Ende bist du dann nur entmutigt und gestresst. And the question is, are you discouraged? Und die Frage ist, bist du entmutigt? Are you discouraged from the relationships that you encountered? Bist du entmutigt von den Beziehungen, denen du begegnet bist? Are you discouraged from the businesses you started and you never profited from them? Bist du entmutigt von den Geschäftsunternehmen oder alles, was du versucht hast, lebendig zu machen und es ist alles nichts geworden? And God is telling us something in Philippians 4:6-8. Und Gott sagt uns hier jetzt etwas in Philipper 4:6-8. It says that do not be anxious in anything. Da heißt es, sorgt euch um nichts. Please, Mama, you can read it in German. Von Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. So, Freude ist nicht ein Gefühl hauptsächlich, sondern eine Entscheidung. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. 7 also? Ja, yeah, you can, 7 and 8. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Do not be anxious. And this hit me very, very, very well. Ja, es hat... Mach dir keine Sorgen. And then I started to ask God, okay, God, if you don't want me to do ABCD, how am I going to survive? How am I going to live? Ja, dann habe ich gesagt, lieber Gott, also wenn du da ABC nicht, wenn du es nicht willst, wie werde ich dann überleben? Wie kann ich dann leben? And I'm so thankful that God gave me my wife, Damaris. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir meine Frau gegeben hat, meine liebe Damaris. Actually, very thankful to her parents that raised her with the scriptures. Ich bin sehr dankbar meinen Schwiegereltern, denn meine Schwiegereltern haben ihre Tochter mit dem Wort Gottes erzogen. Because when I started to stress about how are we going, if we are going to serve God in worship. Als ich ihr gesagt habe, Damaris, wenn wir Gott in Anbetung dienen. That means we have to be 24/7 in worship, in prayer, so that we have the anointing to worship. You know? Dann habe ich gesagt, ja, dann braucht man 24 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche. In Anbetung, in Hingabe an Gott. So how do we get the money to live? So können wir Geld bekommen, um zu leben. And my wife said, read John 14:1. Lies Johannes 14:1.
euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. It's amazing. Let your heart not be troubled. Believe in God. Also believe in me. Which is Jesus Christ. Yeah. But then when my wife made me to read this verse. Als meine Frau dann mich ermutigt hat, diesen Vers zu lesen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. I said, did I marry my mother? Oh, habe ich gesagt, habe ich meine Mutter geheiratet? Because this has been always the voice of my mother. Das war nämlich immer die Stimme meiner Mutter. She always said, Patrick, believe in what I'm telling you, trust in God. Amen. Ich habe immer gesagt, glaube mir, was ich dir sage, vertraue Gott. So in our troubles to live, in unseren Sorgen, Lebenssorgen. It is very important for us to be able to communicate to God. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott kommunizieren. And as you remember last week we talked the last message we talked was about obedience to the voice of God. Und in unserer letzten Botschaft haben wir gesprochen über Gehorsam der Stimme Gottes gegenüber. And so I realized that the ministry that Mama Maria has created has been a result of communication to God and then to the people down here. Und ich habe dann begriffen, dass das Werk, das Maria hier gegründet hat, war ihre Kommunikation mit Gott und dann die Weitergabe an die Menschen. Which means trust in the daily provision of our God. Und das heißt Vertraue der täglichen Versorgung deines Gottes. Of course, as we are moving into the callings that God has given to us, we encounter people. Natürlich, wenn wir uns bewegen auf dem Weg in unsere Berufung, dann treffen wir Leute. And definitely many people have their own visions which God has given to them. Und viele und alle wahrscheinlich haben ihre eigene Vision, die Gott ihnen gegeben hat. And so you find that living together with different visions in one vision is very complicated. So wirst du bald erfahren, dass wenn man mit vielen Leuten lebt, die verschiedene Visionen haben, und da in eine gemeinsame Richtung kommen soll, dann ist das kompliziert. And so for me it has always been, am I to support a vision or am I to create a vision? Oh, und jetzt habe ich, meine Frage ist, soll ich die Vision unterstützen oder soll ich meine eigene Vision schaffen? And so I'm very thankful to God that if God has a calling for you, he will never give up on that calling for your life. Also ich bin so dankbar, wenn Gott eine Berufung für dich hat, wird er nie aufgeben, an dieser Berufung zu arbeiten. And I tell you, God, you can move around mountains and valleys and move all around, but God will bring you back to where he wants you. Aber du kannst dich in eigener Unternehmungslust herumbewegen, aber Gott wird dich immer wieder an den Punkt zurückbringen, wo er dich haben will. And the question is, where does God want us? Und die Frage ist, wo will Gott uns? I think we can find that in John. Ich glaube, das finden wir im Johannesevangelium. John 3:16. Im Johannesevangelium 3:16. For God so loved the world that he gave his son. Im Johannes 3:16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. God so loved the world. Gott liebte die Welt so sehr. That he gave his son. Dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Whoever believes in him. Damit alle, die an ihn glauben, shall not perish, but have eternal life. Nicht verloren werden, sondern das ewige Leben. And that's the answer to the question, where does God want us? Und das ist die Antwort auf die Frage, wo will Gott uns? God wants us in relationship with his son. Gott möchte, dass wir eine innige, intime Liebesbeziehung mit seinem Sohn Jesus Christus haben. And the more we choose to walk with God and his son, und je mehr wir bereit sind, mit Gott und seinem Sohn durchs Leben zu gehen, the more we are enlightened to the life that God has given to us. Umso mehr wird uns das Licht aufgehen, was Gott für jeden von uns vorbereitet hat. So even here in Vision for Africa, auch hier in Vision für Afrika, having 1,500 staff members, wir haben über 1,600 Mitarbeiter. That's a big number. Das ist eine große Nummer. That means you're living with so many different ideologies. Da lebst du mit ganz verschiedenen Weltanschauungen. You're living with so many problems, backgrounds. Du lebst mit so vielen Problemen, so vielen Hintergründen. You live with so many characters of people. Du lebst mit so vielen verschiedenen Charakteren. And I think the only thing that can keep us together and keep going.
Und das Einzige, was uns zusammenhalten kann und uns wirklich auf dem Weg behalten kann, that would be relationship with one another. Und das wäre Beziehung miteinander. To make a choice to be a blessing to one another. Und zwar, indem wir uns entscheiden, ein Segen füreinander zu sein. To make a choice to forgive each other, to counsel each other. Und dass wir einander unterstützen und uns gegenseitig beraten. And I've seen that if we choose relationship and if we choose counsel to one another. Und wenn wir Beziehungen suchen und Rat voneinander. And not do it in our own strength, but in the love that God has given us. Und es nicht tun in unserer eigenen Kraft, sondern in der Liebe, die Gott uns gegeben hat. Then comes a lot of healing. Dann kommt ganz viel Heilung. Comes a lot of fruitfulness. Dann kommt Fruchtbarkeit. And comes growth in us. Und kommt auch Wachstum in uns. And so we are at this level of amending our relationships, first with God and with one another. Und jetzt haben wir alle den Auftrag, unsere Beziehung in erster Linie mit Gott in Ordnung zu bringen und dann miteinander. So I've had quite a few people from Europe asking me, what is going on in Vision for Africa? So habe ich einige Leute getroffen, die mich gefragt haben, was ist los in Vision für Afrika? And I can clearly say that God is at work in Vision for Africa. Und ich kann ganz klar feststellen, Gott arbeitet in Vision für Afrika. We choose to be open for the Lord in order to cleanse us and make us better. Und wir sind alle offen, damit der Heilige Geist uns reinigt und uns besser machen kann. And therefore we are very thankful for our founder. Und deshalb sind wir sehr dankbar für unsere Gründerin. That she gave us a foundation of faith and relationship with God. Dass sie uns ein Fundament des Glaubens und der Beziehung mit Gott gegeben hat. And therefore it is my encouragement and call to all the people in Vision for Africa, including our sponsors, everyone. Und darum ist es meine Ermutigung an alle unsere Mitarbeiter, aber auch alle unsere Sponsoren, that as we try to move into the different directions of how to make the ministry grow, so wie wir jetzt mit dem Wachstum des Werkes uns auseinandersetzen, that we listen more to God. Dass wir noch mehr auf Gott hören. That we pray more to each other. Dass wir mehr noch füreinander beten. That we forgive each other more. Dass wir noch mehr einander vergeben. That we confess to each other more. Einander mehr und mehr bekennen. And that's why right now I want to say to everybody, HB in Europe, all here in Africa. Und so möchte ich jetzt heute allen unseren Kontakten hier in Afrika, aber auch in Europa sagen. Anybody that has a feeling that has been hurt by Vision for Africa in any way. Oh, dass irgendwo durch irgendetwas du verletzt wurdest in Vision für Afrika. Either by our actions, knowing and unknowingly. Entweder durch unsere bewussten und unbewussten Handlungen. Either by our communication or lack of communication. Oder durch unsere Kommunikation oder Mangel an Kommunikation. That you forgive us. Dass du uns vergibst. That you don't be discouraged by us, but you look unto the Lord and pray for us. Dass du nicht entmutigt bist durch uns, sondern für uns betest und auf Gott schaust. Because we are sinners being transformed every day into what God wants us to be. Denn wir sind auch noch im Prozess der Veränderung, and, jeden Tag. And I indeed give you the Philippians 4:6, which we read. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. So I am so thankful for the logo that God given to us. Ich bin so dankbar for the logo. Oh, den Logo, den Gott uns gegeben hat. Which is not how are you? Das ist nicht wie geht's dir? But it is we are together. Wir sind zusammen. This is let's assume this is God and us. Das ist Gott und uns. To stay together in a relationship. Wir sollen zusammenbleiben in der Beziehung, in der Liebesbeziehung. And no matter what happens. Und ganz gleich was passiert. If we remain in contact with one another. Wenn wir in Kontakt bleiben miteinander. In respect with one another. Und zwar respektvoll miteinander. Praying for one another. Füreinander beten. God will do much more than he has already done. Und wird Gott noch viel mehr tun, als er schon getan. I always say to my wife. Ich sage immer zu meiner Frau, Honey, I may be so busy working. Oh, Schatzi, ich bin vielleicht sehr beschäftigt mit meiner Arbeit. But please let's keep our communication intact. Aber lasst uns zwei immer in der richtigen Kommunikation bleiben. Because the more I share with what is going on in my heart to her, denn je mehr ich ihr mitteile, was in meinem Herz geschieht, and the more she shares what is going on in her heart,
Und je mehr sie mir mitteilt, was in ihrem Herz geschieht, the more we understand what is happening, why it is happening. Und da verstehen wir immer mehr, warum es geschieht und wozu es geschieht. And indeed, sometimes it's me who wants to pray. Und manchmal möchte ich beten. And sometimes she's the one who wants to pray. Und manchmal möchte sie beten. Sometimes I don't want to pray. Manchmal will ich nicht beten. But if one in the house is still praying, aber wenn einer nur im Haus betet, the Spirit of God will be there. Wird der Heilige Geist dort sein. So we are very thankful. So sind wir sehr dankbar. But we are determined to remain on faith. So sind wir sehr dankbar, dass wir alle uns entscheiden, im Glauben weiterzumachen. To remain in relationship with God and with one another. Und zwar in der Beziehung, Liebesbeziehung mit Gott zu bleiben, aber auch miteinander. And as we change our systems, as we move from just listening to God, but also to the business systems. Und wenn hier so kleine Veränderungen kommen, wo wir auch Geschäftssysteme einführen. We want the voice of God to be the number one leading, not the documents. So wollen wir, dass immer nur die Stimme Gottes für uns zählt, nicht so sehr die Vorschriften. And so please pray for us and pray for the family and pray for Vision for Africa. So bitte bete für uns, bete für unsere Familie, bete für Vision für Afrika. That we may be in position to speak with God and confess our nakedness. Dass wir weiterhin bereit werden, bleiben, mit Gott zu sprechen und in unserer Nacktheit. To see that this ministry continues to be a blessing to thousands of people. Dass dieses Werk weiterhin für Tausende ein Segen wird in der Zukunft. Like Mama Maria always say, I believe the same. She always says, the ministry belongs to no human being. Und er glaubt genauso wie ich, dass dieser Dienst keinem Menschen gehört. It belongs to God himself. Das ist ein Werk, das von Gott initiiert wurde. But yes, God needs all of us with our different gifts to bring them together. Aber Gott braucht jeden von uns und mit seinen Begabungen uns zusammenzubringen. So that the ministry may continue. So dass dieses Werk blühen kann. So God bless you. Gott segne euch. As you remember us in your prayers. Bitte betet für uns in euren Gebeten. Just know that God is at work in this ministry. Ja, Gott arbeitet in diesem Dienst. And God is cleaning up everything so that tomorrow may be much cleaner than yesterday. Und er räumt auf, so dass es immer gereinigter wird. Ja, God is good. Gott ist gut. God is for us. Gott ist für uns. God is for you. Gott ist für dich. And if you remain with him, und wenn du mit ihm bleibst, you will bear much fruit. Wirst du sehr viel Frucht. God bless you and see you next time. Gott segne dich und wir sehen dich das nächste Mal. Shalom.